Alter. Diese. Nein, jetzt wurden wir vom Face gestoppt. Ich wollte gerade das Körperversteck machen. Willkommen im Bliss. Boah, puh. Putz mal die Zähne, du hast Mundgeruch. Kurzstrecken. So, Mikrofon muted. Ich weiß, du kennst Geschichten über mich. Dass ich lüge. Dass ich manipuliere. Dass ich den Geist der Menschen vergifte. Tja. Ich erzähle dir eine andere Geschichte. Eine wahre Geschichte. Es war einmal eine junge Frau, die von ihrer Gemeinde verstoßen worden war. Gemobbt von ihren Freunden. Missbraucht von der Familie. Sie nahm eine Nadel zu Hilfe. Sie war ganz allein. Sie wollte sterben. Und dann traf sie den Vater. Er gab ihr Hoffnung und Zuversicht. Der Vater zeigte ihr, wie besonders sie war, so voller Liebe und Leben. Er gab ihr eine neue Familie, die sie akzeptierte, so wie sie war. Danach wollte die junge Frau nicht mehr sterben. Ihr Leben hat Wiedersehen. Eines Tages brachte der Vater sie hierher. Er fragte, ob sie an ihn glaubte. Er fragte, ob sie bereit sei, für ihn zu sterben. Die junge Frau, die jetzt wieder leben wollte, hatte Angst. Sie glauben, wenn sie auch an ihn glaubte. Also schloss sie die Augen und sprang. Der Vater hielt sein Wort. Der Weg nach Eden ist offen für die, die glauben. Folge dem Pfad. Der Marschall. Nicht springen. Bert, tot. Folge dem Pfad. Du musst glauben. Lass los. Ich will nicht springen. Lass dich von deinem Glauben leiten. Spring. Nimm das Wort des Vaters in deinem Herzen auf. Aber ich glaube, mir bleibt nichts anderes über, oder? The Prophet. Der Prophet. Da, mal hier stehen, mal sehen, was passiert. Da passiert nichts. Geronimo! Ich meine, ich habe ja einen Fallschirm, ne? Hui! Ich gebe dir ein Ziel. Ich befreie dich. Ja.
Hä, wo bin ich? Ich hoffe noch beim Trapper-Versteck. Ne, Hope County, das Gefängnis ist da hinten. Ein Glaubensbeweis. Wir sollten aus dem Blitz. Fühlst du dich anders? Fühlst du dich lebendig? Der erste Schritt ist immer der unheimlichste. Aber wir glauben alle an dich. Mach die Pilgerreise. Wandle auf dem Pfad. Wir sehen uns bald. Davon bin ich überzeugt. Hey, da drüben.